organisch aussieht. Ja, das ist gut. So, jetzt haben wir schon mal eine Tür. Dann Fenster. Der Wahrheitstrenner. Eigentlich wollen wir uns zwar nicht so von der Wahrheit abtrennen, aber auch egal. So. Im Bad kommt ein bisschen kleineres Fenster. Überlebensfenster. Ach, was. Was passt denn da so ins Badezimmer rein? Sollte ja nicht zu groß sein eigentlich. So eins, damit dann jeder bei dem Geschäft zusehen kann. Nee. Ach Mann, es gibt so viele verschiedene. Da nehmen wir mal die lieber so nach Funktion sortieren. Nach Deckenlampen und die Hüttenleuchte. Die kriegen Teppich. Einmal solchen Teppich und einmal solchen Teppich. Gut, dann jetzt die Küche. Oder ne, erstmal eine Toilette. Sanitär.
Wangen. Gut, und ein Becken. Ja, das geht. So, jetzt ein. Jetzt Betten. Für den Jungen in einer anderen Ausführung. Gut, und jetzt sollte ich die Innentür nicht vergessen. Das wäre sonst ziemlich, naja, ziemlich undurchgänglich sozusagen. Instant-Tür. Das passt zum Holzfußboden. Ja. Wir kriegen noch so ein paar Instant-Türen. Vergessen, ja, ein Becken. So. Und ein Bankmelder. Gut. Das dürfte jetzt erstmal alles sein. Jetzt noch Esstisch. Für vier Leute. Sache, alle passen rein. Andere Ausführung bitte. Es passt alles nicht so zum Tisch. Thank you.
Geld, das jetzt noch über ist. Kauf mal ein Bett für die Eltern. Hatte ich vergessen. Entschuldigung, Eltern. Kommt ja. Schränke, ein Bücherregal. Wichtige Welt. Ja, das ist das. Gut. Verschiedene Schränke. Nektarregal. Steinalkoven. Okay. Naja. Dann sollten wir erstmal alles haben. Dachdekoration, Teppiche, Vorhänge und Gardinen, Spiegel. Ach, ein Spiegel wäre vielleicht noch ganz schön. Badezimmer. Der Plumskolo-Spiegel. Mal gucken, wie sieht der aus. Naja. So, dann können wir jetzt vielleicht noch das zweite Klo ganz schnell einrichten. Ist ja nicht zu teuer, hoffe ich. Wer kann das schon sagen? So, wir könnten noch so Pissoir nehmen. Aber ich nehme es mal nicht. Am Ende gehen da die Frauen auch drauf. Jetzt sollte aber da genug Platz sein. Ja, gut. So. Man merkt, glaube ich, schon, dass ich ein bisschen hängen bleibe. Also ein bisschen hängen. Weil, oh, ich nehme jetzt echt lange auf schon. Jetzt mache ich noch schnell mit unseren 900 Euro den Wandbelag. Das soll ja auch nicht liegen bleiben. Der Junge, der kriegt jetzt... Nee. Das ist ja ein böser Junge. Was kriegt denn der mal? Passend ist ein Fußboden. Gut, jetzt haben wir auch überhaupt kein Geld mehr. Also müssen wir uns jetzt hier mal bei den... Deswegen bei den Eltern um Job kümmern. Ja. Aber ich glaube. Erst mal Frühstück. Ach, es ist so früh.
serviert die hier Waffeln. Der geht mal aufs Klo. Sie geht aufs Klo. Er hier schaut fern. Gut, und wenn die dann bei ihren Tätigkeiten sind, dann, ich denke, dann mache ich auch aus. Also eine Aufnahmepause. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber trotzdem noch mal um einen Job kümmern. Der sollte Gesetzeshüter-Karriere. Der sucht sich mal. Gut, der sucht sich gleich einen Job zu Anfang. Wir wollen ja nicht verarmen hier mit unseren 0 Simoleons. Naja, das ist verarmt, aber. Immerhin die Stühle. Okay. Wirtschaft, Gesetzeshüter. Genau das. Ein Babysitter. Aha. Nein. Ja. Sims können Fähigkeiten erlernen, indem sie Kurse in der Stadt belegen. Gegen Gebühr, Fähigkeitenbücher des ersten Levels aus der Buchhandlung lesen oder bestimmte Interaktionen ausführen. Zudem werden neue Fähigkeiten freigeschaltet, wenn du malst, angelst und Samen pflanzt. Verbessert ein Sim seine Fähigkeiten, wird eine blaue Fähigkeitenleiste eingeblendet. Bei bestimmten Aufgaben erscheint eine grüne Leiste, die deinen Fortschritt für das aktuelle Ziel anzeigt. Fähigkeiten sind gute Methoden, einen Sim zu beschäftigen und ihm neue Dinge beizubringen. Für viele Karrieren werden bestimmte Fähigkeiten gebraucht und diese können deinem Sim zur Beförderung verhelfen. Jede Fähigkeit kann bis zu Level 10 ausgebaut werden. Auf deinen Sim wartet also ein ganzes Leben voller neuer Erfahrungen. Okay, mal gucken, was man dann so als... Ah, Logik. Okay. Wie kann man das machen? Ja, später. Ach, die backt ja Waffen. Das muss ich ja... Hör auf dich so schnell. Ja, wie lernst du? Logikbrand 1. So, ja. Später. Ach, Mist, ich wollte ja eigentlich was anderes, denn mir auch egal. Gut. Ich denke. Wieso hat das die. Doch keine Militärkarriere ein. Naja, also ich speichere jetzt noch mit euch und dann höre ich auch auf. So, ich speichere. Speichert, speichert, speichert. So, dann drücke ich jetzt auf Pause und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!